Albanische Dolma. Hallo zusammen, heute gehen wir wieder einig zusammen auf Albanien und machen Dolma zusammen. Zuerst aber, wie angekündigt, habe ich jedes Land, auch umstrittene Länder, aufgeschrieben für das Internationale. Da ziehe ich jetzt eins, dann wissen wir, was wir nächste Woche machen. Etwas aus dem Libanon. Falls jemand aus dem Libanon kommt und ein gutes Rezept hat, einfach bei mir melden. Gut, für Dolma brauchen wir 400 Gramm Risotto-Reis, 200 Gramm Rindshackfleisch, eine gehackte Zwiebeln, dann ein Gewürz, das war ein halber Esslöffel Vegetta, ein halber Esslöffel Paprika Edelsüss und 2 Teelöffel Salz, sowie ein bisschen Öl. Wir erhitzen in einer Bratpfanne ein bisschen Öl und die Zwiebeln und das Hackfleisch zusammen drinnen anbraten. Sobald das Hackfleisch gar ist, geben wir den Risotto-Reis sowie unsere Gewürze dazu. Dann alles gut verrühren und uns nachher kurz ein bisschen abkühlen. Währenddessen, dass es am Abkühlen ist, nehmen wir 4 Spitzpaprika. Dann holen wir den Deckel weg. Und dann holen wir es innen, Gehäuse, wir entfernen, entweder mit einem Spitzmesser oder wenn man hat, einen schönen langen Löffel, das geht auch sehr gut. Wenn wir das haben, nehmen wir unsere Hackfleischmischung und füllen unsere Spitzpaprika zu 2/3 füllen. Ist wichtig, nicht viel mehr, weil der Risotto-Reis fängt dann an zu quillen und geht dann auf. Dann legen wir sie in eine Gratin-Form, schön mit ein bisschen Abstand. Und den Rest Hackfleisch-Risotto-Mischung teilen wir zwischendran schön verteilen. Dann heizen wir den Backofen auf 250 Grad Umluft vor. Nehmen 850 ml, also 8,5 Dezi Wasser und teilen das aufkochen. Dann wird das kochende Wasser über den Dolma verteilt. Dann schieben wir es in die Mitte vom Ofen und teilen es 20 Minuten backen. Nach 20 Minuten schauen, wie es mit dem Risotto-Reis aussieht, der muss gut sein. Wenn er nicht gut ist, noch einmal 5 bis 10 Minuten drin lassen. Und fertig ist unsere Dolma. Ich wünsche einen guten Zusammen.